Jo und herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2017 in der Elite Force F1. Ich bin der Sicken Raske und habe heute als Gast dabei einen sympathischen, netten, jungen, gut aussehenden Kerl dabei, nämlich den Jan. Hallo Jan! Oh, hallo, Mensch, was eine Einleitung für mich. Ja, na klar, na klar. Ja, wir kommentieren heute zusammen, also besser gesagt, wir quatschen so ein bisschen. Nebenbei fahre ich hier Formel 1. Mein Ziel ist natürlich, Platz 8 zu halten und auch als Platz 8 ins Ziel zu kommen, was bei dieser Konstellation der Stärke der Fahrer nicht gerade sehr einfach ist. Aber ich würde sagen, heute ist mehr als je denn je drin. Also da ist alles möglich von Platz 5 bis Platz 10, würde ich sagen, ist alle drin und ich hoffe, wir schaffen das. Start des Rennens, noch 25 Sekunden. Ja, dann geht's jetzt los. Dann geht's jetzt los. Strategie habe ich ausgewählt. 5, 4, 3, 2, 1, frohes Neues! Es geht los. Einführungsrunde. DSQ, keine Ahnung, was das heißt, disqualifiziert. Ja, also der dritte hat zum zweiten einen riesen Abstand. Jetzt sehe ich gerade die Nummer 9 hinter dir. Ich hoffe, ich baue keinen Unfall. Ich hoffe, ich baue keinen Unfall. Ja, bei der ersten Runde geschafft hier. Ist der eine jetzt komplett disqualifiziert? Nein. Oh Mann, ist der vor mir langsam. Oh Alter, da ist ja jemand richtig rausgeflogen. Das ist ja ein richtiges Gerangel, Alter. Alter! Oh mein Gott! Ich bin froh, dass ich überlebt habe. Die ersten Kurven. Okay, ich werde gleich angegriffen. Das ist aber siebter, das ist schon mal gut. Ja. Aber ich werde gerade überholt. Ja, mach doch zu, du Wichser! Ja, geil. Bremst mich schön aus. Danke dafür. Auf jeden Fall. Oh, Steffen ist wieder auf dem 8. Ja, und ich habe kaputten Frontflügel. Eigentlich könnte ich jetzt in die Box gehen. Aber naja. Alter. Ich habe eine Nachricht bekommen auf Instagram von einer Fauga Miaruana mit You're Turning Me On und ein Herz. Sehr schön auf jeden Fall, dass ich sie anhöre. Also, dann ist da noch so ein Link für eine Seite, die Meatlove 107 Party heißt. Mit irgendeinem russischen Untertitel. Ja, läuft doch. Und dann nochmal ein Herz. Läuft. Nimm mal immer ein Fragezeichen zurück oder ihm. Oh nein, Alter. Der wird schon Abstand zum 7. Nee. Na, wegen meinem kompletten Frontflügel falle ich hier gerade extrem zurück.
Hab die Kurve auch nicht gut genommen. Okay, ich werde gleich wieder angegriffen. Nee, 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 der schafft es noch nicht heranzukommen. Okay, jetzt ist er rechts neben mir. Ah, scheiße, jetzt bin ich auch noch Neunter. Ja, hab's gerade gesehen. Egal, Punkte incoming. Die nennen dich immer Shiri. Statt ja? Steffen. Zwischen Shiri und Joy. Nice. Ja. Ja, ich komme wieder ran, obwohl ich einen kompletten Frontflügel habe. Boah, scheiße, bin ich weit draußen. Ich glaube, wirklich am meisten kaputt mache ich mir dadurch, dass ich immer zu weit in den Kurven rausfahre. Kann ich mir gut vorstellen. Die Kurven sind ja das Wichtigste, wenn du wie schnell fahren kannst. Mhm. Ah, da ist jemand aber richtig weit raus. Wow! Da war einer ganz schön weit draußen. Das war jetzt gerade extrem gefährlich. Hätte echt schief gehen können. Abstand aufbauen. Aber ich halte hier diesmal ziemlich gut mit. Ich musste sagen, ich hatte nach den ersten Runden 20 Sekunden meist Abstand zu den ersten. Also ich meine jetzt zu den Vorführenden. Also zu den, besser gesagt, zu den vor mir, Alter, was ist los mit mir? Und jetzt sind es gerade mal 2 Sekunden, aber es fängt leicht an zu regnen. Das heißt, die Strecke wird langsam nass. Alter, es sollte eigentlich erst in 5-6 Runden regnen. Siehst du es im Livestream auch, dass es langsam regnet? Vereinzelte Tröpfelchen? Nee, bei mir. Vor allem im letzten Sektor. Oh, da schüttet es jetzt gerade ein bisschen schon. Also nicht wundern, das sind jetzt hier nicht irgendwie Lags oder so, oder besser gesagt Bildschirmeinbrüche. Die sind einfach kleine Regentropfen, ja. Aber Abstand zum Sieben. Na, jetzt schon. Mhm. Ich weiß nicht, wie ob die alle noch einen guten Frontflügel haben, weil ich habe einen gelben Frontflügel komplett auf der rechten Seite und dadurch rutsche ich ziemlich weit raus aus der Kurve. Soll ich auf Regenreifen wechseln? Jetzt schon. Das hat mich die Box gerade gefragt. Ja, das heißt, diese Kurve, die nehme ich so scheiße, wenn mein Frontflügel kaputt ist. Das gibt's nicht. Ah, da bin ich nicht der Einzige, zum Glück. Also die fragen mich, ob ich jetzt schon Intermediates haben will. Ich würde gerne erstmal die aktuelle beibehalten. Weil, aber jetzt, ja, hier fängt's, Alter, hier rutsche ich ganz schön. Oh, Leute. Ich behalte jetzt erstmal die aktuelle bei. Ich gucke, was die anderen Fahrer jetzt machen, ob die jetzt in die Box gehen. Oder noch draußen bleiben. Das ist jetzt hier die große Frage, ob ich jetzt hier bei dem leichten Regen schon in die Box gehe und mir da einen Vorteil erschaffe. Oder ob ich mir jetzt einen Nachteil erschaffe und der Regen vielleicht sogar gleich wieder aufhört. Und ich denn der Angearschte bin, der dann nochmal in die Box muss. Der Angearschte. Alter, dein Abstand zum Vordermann ist inzwischen absolut groß. Ja, aber da hinten zum Hintermann zum Glück auch, also 6 Sekunden. Ja. 7 steht bei mir. Ja, also. Aber ich muss sagen, ich mache auch gerade, ich rutsche fast nie in der Kurve hier raus. Muss man ehrlich mal sagen. Also. Warte, zum Führen geht aber noch 25,0 Sekunden. Und hatte schon mal größeren. Nach 5 Runden.
Oh, diese Kurve ist so gemein. Alter Falter. Ja. So. Habe jetzt nur noch kurz eingestellt gerade, dass sich mein Frontflügel auch repariert wird, weil manchmal reparieren die ihn einfach nicht, weil es auf automatisch steht. Und ich habe jetzt auf Ja eingestellt. Und ja, nice, hier bin ich schon wieder draußen. Zwischen 16 Sekunden. Mhm. Also ich glaube, der vor mir, der hat, glaube ich, auch keine Probleme, wenn ich jetzt gerade richtig sehe. Aber die fahren auch alle mit Lenkrad, muss ich sagen. Also bin ich mir eigentlich recht zufrieden, dass ich mich hier auf den 8. Platz halten kann. Aber ich habe halt schon 52%. Die Frage ist, ob ich jetzt halt wirklich in die Box gehe und mir Intermediates hole. Oder ob ich jetzt erstmal auf Gelbe wechsle oder auf Rote. Ist ja auch nochmal die Frage. Weil ich glaube nicht, dass die Streckenbedingungen schon für Intermediates gut sind. Ich glaube, ich bleibe erstmal noch draußen. Zwar habe ich schon 53%. Aus rein physikalischer Sicht würde ich bei den bisschen Regen noch auf jeden Fall keine härteren oder glatteren Reifen nehmen. Ja, das Problem ist einfach, dass ich 54% jetzt schon habe. Und ich will keinen Reifenschaden riskieren, weißt du? Und dadurch, dass es jetzt langsam anfängt zu regnen, nutzen sich die Reifen ja auch viel, viel schneller ab als geplant. Die Frage ist, was für mich jetzt... Wir alle haben SS und S gefahren. Ja, aber die müssen ja auch alle bald in die Box. Das ist ja klar. Also mir wird jetzt vor... Also laut meiner Strategie muss ich jetzt in die Box. Diese Runde. Dann kannst du mir mal sagen, ob irgendeiner in die Box fährt. Das wäre ganz gut. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich erkennen kann. Ich glaube, das sieht man unten links auf der Map. Ob die da rechts neben der Strecke sind oder nicht. Bei mir ist gar keine Map angezeigt. Ach so. Also die Map ist unten links, wenn man die sieht. Ja, einer ist gerade an der Box vorbeigefahren, den sie beobachtet haben gerade. Gut, dann bleib ich auch noch draußen. Leichter Regen für die nächste Zeit, aber ich glaube, ich habe meinen Abstand wieder aufgebaut zum neuen Platzierten. Also ich soll jetzt in die Box. Ich glaube, ich fahre nicht in die Box. Ich bleibe noch eine Runde draußen. Aber wenn ich jetzt bei 60% bin und ich jetzt erstmal riskiere, dass ein Reifen platzt, aber ich glaube, ich habe auch schon leichte Blasenbildung auf der linken Seite. Jetzt sehe ich auf jeden Fall noch keiner für andere Reifen entschieden. Ja. Allein dann ist er in die Box gefahren. Oder nee, dann nicht. Ich sah gerade so aus. 61%, das ist jetzt hier, jede Runde, die ich weiter draußen bleibe, ist mega riskant. Und von Pferd, ob das, dass ich auch noch kaputt habe, werden mir die Reifen nicht gerade geschont. Aber wir können trotzdem den Abstand zum neuen Platzierten ausbauen. Und das ist, finde ich, gut. Ja, der wird auch noch weiter zurück. Das ist super. Mhm. Umso besser. Du allerdings versuchen das. Ja, na klar, aber der muss ja auch sehen, was ich bin noch holen. Aber ich bin ganz ehrlich, realistisch für mich ist ja auch gedacht, das gewesen. Alter, ja, jetzt lieber doch die Ja, kannst du sagen, welchen Reifen er weiter Das sieht man ja. Ich glaube, der Wadowski war vorhin relativ weit vorne, der ist hinter vor dir. Ja, da ist halt Mediums weiter. Gut, also der hat noch nicht die Reifen gewechselt. Oh mein Gott, ich muss jetzt in die Box eigentlich. Ich muss jetzt diese Runde in die Box. Ja, ich muss jetzt in die Box, weil die... Die Kommentatoren sagen, wieso fährt er jetzt mit Mediums weiter, deswegen ist das. Ja, aber die Box schickt noch keine anderen Reifen vor, weißt du? Ja, dann, also als Moderatoren ist es sowas noch härteres als Mediums. Ja, Regenreifen wollen die wahrscheinlich. Ja. Ich frage mich, ob das schlau ist, jetzt auf Regenreifen zu wechseln. Scheiße, ich hab einen 3-Sekunden-Strafe bekommen. Ich kann aber jetzt eigentlich warten, bis einer von den Erstplatzierten in die Box geht und dann einfach die Reifen nehmen. Ja, das Problem ist, ich habe keine Zeit, ich bin jetzt bei 70%. Aber ich bin auch irgendwann bei 70% wenn ich da noch. Ja, aber ich werde wahrscheinlich schon schlecht im Reifen. Und zweitens kann ich jetzt kaputt und voll fliegen. Und das belastet den Reifen so hart. Und dabei regnet es auch noch. Ja, das ersten fast alles vorgeschlagen. Ah, jetzt wird mir gerade vorgeschlagen. Ja, ich gehe jetzt in die Box und hole mir super softe Reifen. Weil, ja, das ist schon super soft. Ja, ich kann mir noch einmal abholen. Weil jetzt wird mir noch nicht vorgeschlagen, auf Intermediates zu wechseln. Okay. Ja.
hat auch bisher noch keiner gemacht, außer Lewandowski auf Mediens. Also auf Mediens würde ich nicht wechseln, weil, also der Pfeffer scheint mit Mediens durch, aber... Schiedsrichter ist jetzt einfach schon stark. Der hinter mir auch. Der ist auch gegangen. Der hat genau auf mich gewartet. Der hat die ganze Zeit gewartet, bis ich in die Box fahre. Komm, fahrt euch! Lewandowski hat übrigens richtig Kack-Internet, deswegen ist der so weit zurückgefallen. Und hat jetzt den größten Abstand, du hast aber ziemlich krass aufgeholt. Na, ich bin jetzt aber auch in der Box. Also, ich werde gleich wieder einen Abstand. Oh, der holt sich auch Mediens! Der holt sich auch Mediens! Der hinter mir. Kilian hat's halt jetzt soft. Nee, jetzt hat er Mediens. Ja, stimmt. Ja. Das heißt. Also, ich würde nicht den Mediens holen. Also. Ja, ich gehe ja noch einmal in die Box. Also ich habe mir super soft geholt, weil das sind die Reifen, die am kürzesten halten und laut meiner Strategie ist es am besten. Ja, Tim ist jetzt in der Boxenstopp. Ich glaube nicht, dass sich irgendeiner hier, Alter, 46 Sekunden Abstand. Ach du Scheiße. Andy, mach wenigstens ein bisschen lauter, die kann ich nicht holen. Tim holt sich jetzt auch Mediens. Sollen sich alle Mediens, okay? Nee, der hat Intermediens jetzt. Oh, okay, der hat jetzt Intermediens, stimmt. Also falls das grüne I Intermediens ist. Ja, ja. Das grüne ist Intermediens. Das ist halt wirklich eine Frage, wie man das jetzt also taktisch angeht, ob man auf roten Reifen weiter bleibt oder ob man auf Intermediens wechselt. Also meine Box hat mir empfohlen, nicht auf Intermediens zu wechseln. Deswegen bin ich ja auch draußen geblieben. Ja, Tim ist auch relativ weit hinten, also ob der Ahnung hat, weiß man nicht. Na, auf jeden Fall, die ganz vorne sind, haben alle noch S oder Super Soft. Die Frage ist, was er jetzt für Rundenzeiten fährt mit Intermediens. Zumal Tim gerade richtig rumrutscht, ne? Der rutscht gerade richtig rum. Das heißt, dass die Strecke noch nicht nass genug ist für Intermediens. Aber ich habe eine Minute 1 Abstand. Alles klar. Wie ist das denn passiert? Mich würde mal interessieren, was mit Kilian ist, was ich da für einen Abstand habe. Weil es wird mir leider nicht angezeigt. Der hat einen Abstand von 19 Sekunden zu dir. 20 Sekunden sogar. Gut, das heißt, ich habe jetzt schon einen Boxenstopp drin. Das ist richtig gut. Weil er fährt durch mit den Medien wahrscheinlich und ich muss nochmal einen Boxenstopp machen. Du hast schon 40 Sekunden. 40? So, Grantelbart war jetzt auch in der Box und hat Mediens drauf. Gut, weil mir wird jetzt gerade angezeigt, dass ich eine Minute 7 Abstand habe. Der mit Intermediens, der rutscht sowas von über die Strecke, also der hat gar keinen Grip. Okay. Also war das wahrscheinlich eine Fehlentscheidung. Ja. Also gut, dass ich den noch nicht auf Intermediens gewechselt habe. Du bist den schon auf 8 Sekunden rangekommen. Ja? Jetzt 9. Ja. LOL. Jetzt 10. Okay, jetzt fängt es aber auch gerade stärker an zu regnen. Bei mir steht 18 Sekunden Abstand. Vorher standen da aber 35. Also ich habe 17 Sekunden aufgeholt. Ja. Also holt es gut auf. Aber ich glaube, der geht auch gerade wieder in die Box, oder? Neun Sekunden. Ich bin Siebter. Also Grantelbart hat mit seinen Mediensreifen auch gar nicht mal so den guten. Tim ist jetzt auch in der Box wieder. Ja. Der mit den Intermediens und hat sich jetzt soft geholt. Habe ich schon gemerkt. Ich bin gerade an dem vorbei. Der hat super soft. Na, die gleichen wie ich. Ist da irgendjemand hinter mir? Ist es ein Überrunder? Ach du Scheiße, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich habe noch keine blaue Flagge bekommen. Wenn ich noch keine blaue Flagge bekommen habe, dann... Oh, jetzt bin ich aber weit draußen. Also in der einen Kurve rutschst du ganz schön hart. Finde ich. Jetzt auch mit Supersoft langsam. Junge hat gesagt, du hast einen Fehler gemacht. Leicht. Knilzfarmer, Alter.
Dieser JJ, der muss ja, der ist ja richtig krass. Er ist ja auch, der fährt ja auch bei E-Sport mit und so. Der ist die ganze Zeit auf Platz 1. Ja, ist er gleich bei mir? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Nee, den, ist der vor ihm jemanden? Das weiß ich nicht. Okay. Die schauen gerade dem zweiten Platz zu. Mhm. Der hat ja auch einen 7 Sekunden Abstand zum ersten. Na, der Typ ist auch krank, Alter. Der fährt aber auch so richtig mit allen drum und dran. Das ist kein ausgeglichen, keine dominante Reifen. Dicke. Der Durchschnitt ist bei Soft. Na, ich hab. Ich fahr einfach meine Rennstrategie gerade ab. Mehr mach ich nicht. Und wenn die Soft haben, dann gehen die nochmal auf Super Soft nachher. Aber der 8-Platzierte macht mir gerade Angst, weil der holt gerade ziemlich gut auf. Die haben gerade was von Überrundung gesagt. Ja, ich werde wahrscheinlich gleich überrundet. Joy ist schon wieder in der Box. Ich hab Joy gerade mit Tim verwechselt. Ja. Also Tim ist ganz weit hinter dir. Und bei mir steht 16 Sekunden. Ja, genau. Okay, jetzt muss ich. Es ist 1:12. Okay, ich muss den jetzt gerade den Überrundeten durchfahren lassen. Ja, jetzt haben die meisten inzwischen Medians. Aber die Spitze hat komplett Soft. Ja, ich gehe jetzt auch gleich auf Soft. Soft sind ja nur 14 Runden. Das Problem ist, dass ich gerade eine Überrundung hatte und ein bisschen Platz machen musste und deswegen kommt wahrscheinlich Tim jetzt gerade näher. In der Tat. Aber alles noch im Rahmen. Einen Boxenstopp muss ich ja noch machen. In 11 Sekunden. Aber er muss auch nochmal in die Box gehen. Je öfter man in die Box muss, weiter liegt man hinten, oder wie? Ja. Also die Zeit wird dann weitergerechnet einfach, oder wie? Nein. Also die Zeit wird weitergerechnet, aber der Abstand wird auf jeden Fall größer. So 20 Sekunden. Okay. Also meine Box sagt mir gerade, dass wir für die Strecke noch keine Intermediates brauchen. Ich werde noch weiter draußen bleiben, etwas raus. Na, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann man. Wann. Und DRS wurde ja auch noch nicht.